Gegen 11.30 Uhr war die Aufregung wieder vorbei, Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule. Die Tübinger Waldorfschule ist heute Morgen wegen eines Chemieunfalls evakuiert worden, das berichtet das Schwäbische Tagblatt. Demnach waren aus einem doppelwandigen Sicherheitsbehälter wenige Milliliter der Chemikalie Brom ausgetreten. Brom stinkt, kann zu Verletzungen der Lunge führen oder im Hautkontakt stark verwunden. Die Konzentration war allerdings gering, verletzt wurde niemand.